Also mein Name ist Matthias Frotz. Ich arbeite seit 13 Jahren als Kanalinspekteur. Wir sind jetzt heute mal hierher gekommen auf die Einladung von der Firma IBEC und haben uns mal die Produktpalette angeschaut. Und besonders gefallen hat uns die Satellitenkamera. Auch mit einer Räder, mit dem Druckverschluss, also das ist schon genial gemacht. Ohne Werkzeug. Das ist dieses Werkzeuglose an sich, das ist schon mal gut. Modularer Aufbau. Ist relativ unkompliziert. Ich brauche keinen Plan, um eine Kamera größer zu machen oder kleiner zu machen, um so meine Bedürfnisse einfach anzupassen. Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist die Bauform von dem Trichter, dass es im Endeffekt ein einfaches Plastikrohr ist, was ich den Rohrdurchmesser anpassen kann, ohne dass ich da großes Zubehör brauche. Und dann halt, was halt im Kanal, was auch größere Profile angeht, ist halt dieser, wenn ich mal überlege, 2 Meter, das ist eine Mordsentfernung, dass die Kamera nicht wegkippt, dass das so stabil ist, dass man praktisch, also wir haben es vorhin ausprobiert, also vorne festgehalten, hinten gedreht, das haut fast der Kamerawagen um, bevor sich da das Rohr irgendwie selbst absenkt. Also das ist schon stabil gemacht. Also brauchen wir eigentlich kein Werkzeug. Ich habe auch da nirgendwo was gesehen, wo ich jetzt was wegschrauben wollte oder müsste. Wir wollen die Anschlussleitungen gespült haben. Es ist auch teilweise so, dass man, wenn man jetzt zum Privatkunde kommt, der eine Verstopfung hat, man kommt von oben nicht dran und von unten sieht man dann halt, was es ist. Und man kann halt mit der Spülkamera, kann man das, wenn es was eine einfache Sache ist, kann man das wahrscheinlich mit der Spülkamera dann auch. Also meistens kriegt man es mit der Spülkamera los. Diese Module Aufbauweise und dass da im Endeffekt das so gebaut ist, dass nichts im Weg ist, wenn man jetzt die Kamera runterlässt oder hochlässt oder hochholt, dass das alles passt irgendwie, das stimmt alles. Da passen die Haare passen, das steht nirgends im Weg, man kann es im Endeffekt platzsparend unterbringen. Man bringt sie platzsparend in den Kanal rein, diese ganzen Anbauteile, dass die nur gesteckt sind, ohne zu schrauben. Oder dass man es einfach drauf macht und sichert und fertig. Und ohne, dass man es irgendwie festschrauben muss. Das ist also mit einer Sicherung. Ach so, mit einer Schnapper. Hat einen Schnappverschluss mit der Sicherung, das ist schon mal was Feines. Da gehen die auch nicht unbeabsichtigt auf, denke ich. Wenn ich da ein einfaches System habe, wo ich das alles in einem machen kann, in einem Schritt, am Arbeitsschritt, ist das schon mal, ja, doch. Sagt mir schon zu. Sie macht einen tollen Eindruck doch. Da würde ich gerne mitschaffen.